Hallo und herzlich willkommen. Age of Wonders Planetfall schauen wir uns an. Ich glaube aus dem Jahr 2019. Es war das Jahr 2019. Ist sozusagen so ein bisschen der Vorgänger von Age of Wonders 4. Der eigentliche Vorgänger ist Age of Wonders 3, aber ich glaube, der kam schon 2018 und Age of Wonders Planetfall ist im Grunde so ein Sci-Fi-Ableger von diesem Fantasy-Setting und den schauen wir uns jetzt einfach mal an, ob uns das gefällt und ob wir Spaß daran haben. Es gibt auch hier wieder eine Controller-Steuerung, die wir natürlich umgehend ausprobieren werden. Hier steht dann irgendwie, drücken Sie Y, um den Controller-Modus zu aktivieren. Ich sag mal ja. So, jetzt stellt die große Frage, kann man auch wieder umstellen? Ich glaube, kann man tatsächlich. Mir ist das irgendwie egal. So, wir können aber hier natürlich mal gucken, was haben wir denn alles. Wir können fortfahren, das machen wir nicht. Wir können ein neues Imperium gründen, wir können ein neuer Planet oder eine neue Kampagne. Wir gucken einfach mal rein, was hier so abgeht. Dann können wir halt ein neues Imperium erschaffen. Okay, was passiert bei neuer Planet? Wo sind wir jetzt gelandet? Hier unten. Neuer Planet. Sagen wir auch mal okay. Sagen wir jetzt mal neue Kampagne, weil das ist ja eigentlich das, was wir wollen. So, da gibt es hier dann verschiedene Kampagnen zur Auswahl. Das hier sind DLC-Kampagnen. Und wir starten mal natürlich mit dem Tutorial. Als ich das letzte Mal das gespielt habe, ist schon Ewigkeiten her. Ich bin... Oh, ein Intro. Currents of the Void shift around me. Follow my voice, my last possession. My name was Empress Carminia, and I was the last regent of the Star Union. We built a paradise on a thousand planets, a glistening web strung between the stars. But the cataclysm shattered all, leaving our people stranded and alien to one another. Whoever you are, whatever you have become, it is time to leave this dark age behind and return to the worlds of your ancestors. Uncover our secrets. But heed our mistakes. Forge a new empire, a new age of wonders. Das Intro hatte so ein bisschen was von dem Dune-Film von 1984. Gut, dann haben wir jetzt hier unsere Kampagnenplaneten. Mit, also hier haben wir das Tutorial, hier sehen wir dann so die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die uns hier noch erwarten könnten. Wir sehen, es gibt auch welche, die muss ich erst freischalten, indem ich davor die Dinge quasi gespielt habe oder abgeschlossen habe. Und dann wählen wir einfach mal das Tutorial aus. Jetzt können wir hier scheinbar ein Kommandant wählen? Ne, können wir nicht. Wir können nur so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad anpassen. Wir sehen halt den Kommandanten, den wir haben, quasi den Helden, den wir steuern. Oder den Fraktionsführer, vielleicht kann man es so nennen. Und wir machen mal Mission starten. Commander's personal record. Vanguard LCVP-86 emerged from Void Space intact. Our death. The Void Anomaly looms over the planet like a dark omen. These scientists must have been mad to study the phenomenon from this close. But it's not for me to question their motives. Na, dann mal ab geht's hier. So, wir landen also auf dem Planeten. Der sieht halt dann auch schon so ein bisschen anders aus, wie man's von der Erde gewohnt ist. Also von der... Welcome, Commander. I am Ava, your autonomous integrated virtual assistant. Okay, Kamera kann man hier schwenken, alleine rauszoomen, Auswahl vornehmen, B, eine Auswahl auf Y, aufrufen, okay.
Also ich spiele solche Spiele grundsätzlich lieber mit Tastatur und Maus. Ich probiere aber gerne, wenn die Controller-Unterstützung schon angeboten wird, probiere ich es gerne auch aus. Hierbei gilt das gleiche wie bei Age of Wonders 4. Im Spiel wird der Controller unterstützt. Für den Launcher braucht man eine Tastatur bzw. eine Maus. Gut, so, wir sollen nach Überlebenden suchen. Und ich soll eine Armee auswählen und soll dann hier entsprechend was erforschen. Da gibt es dann entsprechend Belohnungen. Von Age of Wonders kennen wir ja hier auch so oben ein bisschen die Ressourcenanzeige, die sind wir so oben in dieser Titelleiste. Und gut, dann machen wir das mal. So, jetzt probieren wir mal hier fröhlich aus, wie man hier so mit dem Ding. Wow. Schwenken. Welcome, Commander. I am Ava. Ja, wissen wir doch. The task notifier shows actions available during the. This is an army. Armies contain up to 6 units on a single hex and are used okay. to move an army. Also ich lese das jetzt nicht alles komplett durch, ne? A preview of the route is shown with a blue path. Also Texte Deutsch, Sprache Englisch. Ah, da komme ich hier unten in dieses Menü rein. Mit Y konnte ich hier irgendwie so ein Radmenü aufrufen. Ist auch in der Oberfläche gut gekennzeichnet, was hier so die Knöpfe sind, die man drücken muss. Ja, also ich würde sagen, die Controllersteuerung, da haben die sich schon was bei überlegt und die funktioniert, glaube ich, auch schon ziemlich gut. So, wie kann ich denn, ach hier, This is the Produktions colony festlegen, Inkpix. rechter It allows Trigger. you to inspect and control your settlements on this planet. The tabs at the top left cycle through the production ink under this colony's name. You can see the amount of each resource this colony. The currently selected colony tab is unit production. Also was ich jetzt hier tatsächlich extrem angenehm finde, es fühlt sich tatsächlich eigentlich an wie das Age of Wonders 4. Aber wahrscheinlich muss man es umgekehrt sagen. Age of Wonders 4 fühlt sich genauso an wie Planetfall. Das heißt so die Bedienung, die This grundsätzliche, is the structure production tab. der grundsätzliche This is the Aufbau ist construction schon tab. sehr ähnlich. The colonist tab. Ich finde es halt immer schade, wenn man dann so ein Spiel hat, was man cool fand und mit dem man klargekommen ist. Und dann gibt es so einen Ableger oder einen Nachfolger, der alles komplett anders macht und man denkt sich, ach du meine Güte. Da finde ich das eigentlich ganz angenehm. Ich bin mit Planetfall damals, als ich angefangen habe, nicht so richtig warm geworden. Ich weiß aber nicht genau, woran das gelegen hat. Gut, ich bin immer noch so ein bisschen abgelenkt durch die Controllersteuerung. Ich soll ja eine Produktion festlegen, ne? Vielleicht machen wir hier einfach mal so eine Units and Vorhuteinheit. structures can be built in a colony by selecting the when all suggested actions from the task. Gut, Runde beenden. Können wir jetzt mit dem rechten Trigger machen, wenn wir den gedrückt halten. Forschen können wir also auch. Okay, Nanomaschinen-Support schlägt sie vor. Grenzanlagen bei der Gesellschaftsforschung hat sie hervorgehoben. Das ist ja schon nett von ihr, ne? Okay, also hier die Forschung sieht ein bisschen natürlich anders aus als bei Age of Wonders. Da lief die Forschung ja über diese verschiedenen Zauberbücher. Die würde ich jetzt wahrscheinlich mal ersetzen durch zivile und Militärforschung und die entsprechenden Forschungsbäume, die wir hier haben. So, wie habe ich es jetzt ausgewählt oder nicht? Und zivil war Grenzanlagen oder was? Ich habe noch nicht so richtig verstanden. Ach doch, da oben rechts Symbol sehe ich, ne? Also, Entschuldigung, oben links. Oben links seht ihr so die Symbole, was ich gerade am Erforschen bin. Ich kann also Militär und Zivil quasi zeitgleich erforschen. Das ist doch schon mal ganz erfreulich. So, jetzt gehen wir hier mal hin und gucken mal, ob wir hier ein bisschen kloppen können.
Okay, da sehe ich schon mal hier, das ist das, was auf uns zukommt, irgendwelche Viecher. Und ach so, ich muss wahrscheinlich erstmal hier meine Einheit auswählen. So, jetzt genau. Dann laufen wir mal dahin. Okay, eine zentrale Replikatoranlage. Ja, okay. Dann machen wir das einfach mal. Und dann machen wir das auch mal. Und dann machen wir das auch mal. Und gut ist, oder? Kolonie errichten. Okay, sehr schön. So, aber ich war ja hier irgendwie noch so ein bisschen drauf und dran und will hier die Bewegung bestätigen. Warum tut sich hier nichts? So, jetzt tut sich was. Es gibt keine Überlebenden. Okay. Okay, ich brauche aber erst mehr Kolonien. Nee, mehr Siedler, glaube ich. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die anzugreifen. Da ist hier ein sehr ungefährlicher Kampf. Der gibt uns also auch hier wieder so eine Vorschau an. Und ich kann mich zurückziehen oder ich kann den manuellen Kampf machen. Ich sehe jetzt hier gar keinen automatischen Kampf. Wir machen mal den manuellen Kampf. So, sehen wir halt hier so ein Schlachtfeld. The battle has started, Commander. The defending army always gets to act Alles first. klar. During a combat turn, each unit has three action points to spend on using their abilities, which can cost between one and three action points. Each unit has active abilities, but they can try moving your units forward to form a Okay, gun. verstehen wir doch alles. Ich versuche jetzt mal den fließenden Switch zu Tastatur und Maus. Der geht hier gerade nicht so gut. Also bei Age of Wonders konnte ich ja fließend hin und her switchen. Das kann ich hier nicht. Ich würde aber trotzdem gerne auf Maustastatur umsteigen. Und das kann ich dann übers Menü machen. Und jetzt bin ich im Maustastaturmodus. Genau, da fühlen wir uns doch gleich so ein bisschen wohler. Da kann ich auch die Karte drehen. Das konnte ich beim Controller habe ich das jetzt nicht gefunden. Ich weiß aber nicht genau, irgendwie muss ich die Karte doch auch hier kippen können. Upsala, jetzt habe ich den bewegt. So kann ich die kippen. Mittlere Maustaste gedrückt halten. Gut, da sind die Gegner. Das heißt, wir fahren hier mit diesem lustigen Gerät mal hin. Okay, hat eine Deckung. Immer so semi-taktisch vorgehen. So weit, so gut. Hier unten sehe ich offensichtlich, was die für Aktionen haben. Kennt man ja eigentlich dann auch so weit. So, wenn ich jetzt die Runde beenden will, was muss ich denn tun? Das muss ich tun. Jo, kennen wir also auch schon von Age of Wonders. Upsala, die sind ja eklig, die springen ja ganz groß. Most abilities that are used on enemy units have an accuracy rating, which is the chance that the ability hits the intended. So, jetzt können wir doch hier gewiss. Ach ne, die schießen, die Viecher da. So, jetzt können wir doch hier gewiss irgendwie drauf losholzen, oder? So, die gehen wir mal ein bisschen weiter in Deckung. Können wir wahrscheinlich auch hier sagen, der Verteidigungsmodus. Gibt's Friendly Fire? Scheinbar nicht. Enemy kill. Ah. Das ist ja sehr erfreulich. Dann gehen wir nochmal hier in Deckung. Und die sollen mal überwachen, oder? Das finden wir gut. Die sollen hier mal überwachen.
Weil wenn die Viecher dann irgendwie in die Nähe kommen, dann kriegen sie es doch schon mal. Commanders and Heroes. Dann werden die schon mal vollgeholzt, oder? So, passt, oder? So, jetzt wird auch hier hoffentlich losgeballert, oder? So, immer weiter schießen. Enemy, our forces are victorious. Ja, wer sagt's denn? Gut, so, dann können wir es erneut versuchen, wenn wir nicht zufrieden sind. Und ansonsten haben wir es geschafft. Okay. So, überwachsene Biokuppel erkundet. Dann nehmen wir doch mal die Belohnung. Und jetzt können wir auch unsere Kolonie erweitern. Achso, das ist erst das, was ich machen soll. Okay, annehmen. Okay, auch Belohnung nehmen. So, wie können wir jetzt diese Dings übernehmen? Ich weiß das noch nicht. So, wir sollen eine Kolonie errichten. Da ist jetzt erstmal hier Dings. Ja, bla 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 bla. Grenzanlagen haben wir auch. Super Sache. Die Einheit erwartet Befehle. Joa, keine Ahnung. Kann man irgendwo hinlaufen? Militärforschung festlegen. So, was haben wir denn für eine Militärforschung jetzt hier? Also wir haben hier einen schon ziemlich umfangreichen Forschungsbaum, wenn ich mir das so angucke. Ingenieurkorps. Machen wir mal, oder? Und zivil, was machen wir da? Marineeinsatz brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Gebietsüberwachung klingt irgendwie ganz gut. So. Habe ich hier noch nicht auf Forschung geklickt, oder was? Achso, ich muss tatsächlich auf Forschung klicken, damit das auch übernimmt. Alles klar. Gut. So, was haben wir noch? Kann einen ersten Sektor anschließen. Großartig. Wie mache ich das? Wie kann ich einen Sektor jetzt anschließen? Indem ich hier wahrscheinlich einfach auf das Plus drücke, oder? Rechte Maustaste? Nee, stopp, will ich nicht. Wow, wie komme ich aus der Nummer raus? Hä? Wie kann ich denn das jetzt machen hier? Muss ich hier drauf klicken? Ich will den hier mir einverleiben. Wieso kann ich das nicht? Einen ersten Sektor anschließen. Ja, würde ich doch gerne machen. So, wie gehe ich das? Ich sag jetzt hier. Hä? Oder kann ich nur den hier anschließen? Kann ich den hier gar nicht anschließen? Doch, kann ich doch. Hier ist doch so ein Symbol. Ah, okay. Also ich lese hier nicht die ganzen Dialoge durch. Ihr kennt mich, so Tutorials. Ich finde es schon mal vom ersten Eindruck her, finde ich es gut. Also es wird wirklich alles sehr ausführlich erklärt. Da passiert anscheinend irgendwas. So, aber wir machen jetzt erstmal Runde beenden. Dachte ich. Die Schrift muss ich anklicken.
Okay, so. Aha. Ja, wie können wir es ja am besten bewirtschaften? Okay, Pilz bewachsen und so weiter. Landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Das heißt, das ist so ein bisschen wie diese Auswahl beim Erweitern mit Objective completed. was jetzt? Habe ich doch schon, den kann ich also aufwerten. Das will ich aber möglicherweise noch gar nicht. Ich wollte ja erstmal hier wahrscheinlich erstmal diese Nutzung festlegen, oder? Na, nochmal klicken, dann komme ich hier rein. Irgendwo war doch eben was, wo ich diese Nutzung festlegen konnte. Hier, genau, landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Das wollen wir festlegen. Produzieren oder was? Gut, hier haben wir jetzt irgendwie die Baukette. Okay. Der erwartet Befehle. Da können wir ja mit ihm einfach mal hier hinlatschen. Ach, guck mal, wir haben Freunde gefunden. Gut, okay, das heißt, ich soll jetzt hier die Einheiten untersuchen irgendwie. This is the unit panel, where all the information on a unit can be viewed, including the units can have different roles in combat. Und hier kann ich jetzt irgendwelche Mods irgendwie reinbauen oder Units was? allow you to improve your units later in the game and allow you to adapt your arsenal. Machen wir einfach mal, oder? Klatsch. Kann der auch Units are irgendwas? special units. Der hat auch hier Mods irgendwie. Entzündungsmodul. Bauen wir rein, oder? So, wen haben wir noch hier? Nanomaschineninjektor. Was macht der denn eigentlich? Achso, ich glaube, ich muss auf Einheit modifizieren Once klicken, damit mods das have been funktioniert, assigned to a oder? unit, a new template needs to be made for the modified unit. Ja, ist okay. Das heißt, das hat er gar nicht gemacht, weil ich gar nicht gesagt habe, dass er es machen soll. Ergibt ja schon irgendwie Sinn, ne? Und er hier hat es dann also auch noch nicht gemacht. So. Gleichwertige Einheiten modifizieren. Machen wir für alle, oder? Stachelig. Na egal, bestätigen. So, die Mods sind jetzt alle angewendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hat er hier auch irgendeinen Mod, den er nehmen kann? So, jetzt haben wir doch alle hier gepimpt, wie verrückt. Und jetzt greife ich hier diese neutrale Armee an, oder? Die hat ja auch irgendwie eine Truppe. Die lassen wir aber mal einfach da stehen. Und gucken mal, was so passiert. Wer ist das hier? Achso, der kann auch automatisch erkunden. Hat er was zu tun? So, Runde beenden. Ich bin ja so ein bisschen immer auf Wasser aus, ne? Ich gucke immer, wie das Wasser in Spielen aussieht. Und ich finde, das ist ja sehr schön gemacht, oder? Da spürt man richtig den Sand unter den Füßen. Finde ich gut. So, jetzt wollen wir doch mit ihm hier mal angreifen. Er braucht wahrscheinlich When Deckung engaging an davon. army in combat, all armies adjacent to the defending army that are allied to either the defending army or the attacking army are
So, was haben wir jetzt hier? Wir können manueller Kampf. Automatischer Kampf darf ich nicht, oder was? Weil gerade bei sowas würde ich mich halt über einen automatischen Kampf freuen, denn offensichtlich bin ich hier auch sehr überlegen. Aber sei es drum, wir machen manueller Kampf. Also Flora und Fauna sieht ja schon irgendwie sehr exotisch aus. Und ist dann halt alles so ein bisschen techniklastiger, ne, als so ein Age of Wonders 4 oder auch 3. Also ich weiß, 3 habe ich wahnsinnig gerne gespielt, obwohl ich mich kaum daran erinnern kann. Schande. Aber gut. So, wir brauchen Jungs mit Gewehren, glaube ich, erstmal. Und die sollen hier am besten auch mal überwachen. Was können die eigentlich? Ach, die haben hier so eine Schrotflinte. Boah, die sollen aber erstmal nichts machen. Die hätte ich gerne noch mal ein bisschen näher am Gefecht. Oh, jetzt kann die sich gar nicht mehr irgendwie bewegen. Dann kommt sie noch mit einer. Ach, die kann das auch nicht. War das jetzt alles? Ach nee, guck mal, hier sind ja noch welche. Das sind ja die Einheiten hier. Dann gehen die doch mal hier so in Deckung und überwachen mal hier im Bereich. Und dann nehmen wir die ja mal sowas von ins Kreuzfeuer, diese Viecher. Wenn die uns zu nahe kommen. Achso, der kann jetzt wieder nicht, weil zu weit gelaufen. Aber was haben wir hier denn? Breitgefächertes Laserspektrum. Was haben wir hier? Konzentriertes Laserspektrum. Ah, ist aber trotz allem noch irgendwie zu weit. Ja, komm, wir machen mal hier. So, hier die Viecher werden schon mal direkt unter Beschuss genommen. Enemy killed. Uiuiui, das Lasergewehr hat aber jetzt schon reingehauen hier. Ui, das Biest springt weit. Das heißt, die springen alle weit, diese Heuschrecken. After the first round of combat, tactical operations can be launched by both sides. Tactical operations can be accessed using the operations interface button in the bottom right of the screen. Operations available. Da, cool. Rechts oben irgendwo oder was? Wo ist denn das? Ist das Kampfchronik aufgeben? Imperiales Archiv? Menü öffnen. Oder meinen die rechts unten? Die meinen rechts unten. Da stand rechts oben, oder? Na, was auch immer. Laserangriff. Immer mal Laserangriff. So, jetzt muss ich irgendwas auswählen. Muss ich hier auf Auswählen klicken zum Auswählen? Vielleicht machen wir lieber hier, weil. Ach so, die sind dann davon betroffen oder was? Dann wollen wir das vielleicht doch nicht so wirklich auswählen. Dann wollen wir vielleicht das hier machen. Oder? Verstehe ich das jetzt falsch? Wieso sind die hier rot? Ich weiß es nicht. Egal. Nächste Einheit, End drücken.
So, können wir hier irgendwie schon mal schießen? A unit attacked from the sides or back is considered flanked and takes increased damage. Ja, gut zu wissen. Das ist dann wohl auch bei Age of Wonders 4 so. So, die gehen mal hier hin. Die könnten ja theoretisch auch einfach mal hier sowas werfen, ne? Das wäre doch schon mal eine gute Aktion. Die schießen einfach nur. Units with melee attacks will enter melee overwatch at the end of their. Oh, das hat mich reingehauen hier gerade, ne? Der arme Kerl ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so taufrisch. Kann der sich irgendwie zurückziehen oder wieder nieder? Na, er kann sich zurückziehen. Das ist gut. Einheit überspringen? Ne, will ich doch gar nicht. Was ist das? Bewegen? Drehen. Drehen ist gut. Das soll natürlich in den Auge, in das Auge des Gegners gucken, ne? Sonst ergibt es doch gar keinen Sinn. So, fertig. Was können die denn Schönes machen hier? Geschützturm platzieren, das erscheint mir ja auch sinnvoll. So, ist das jetzt der Geschützturm? Dann kann er doch direkt mal hier Feuer geben. Und die schießen da auch direkt mal. Und da ist er platt. So, was kann die denn sie denn Cooles machen? Sie hat ein Scharfschützengewehr. Dann soll sie es auch nutzen. Und die können doch den jetzt direkt platt machen. Enemy eliminated. So, was war jetzt eigentlich mit diesen Spezialaktionen? Ist das jetzt irgendwie. Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Rechte Maustaste. Ah, rechte Maustaste, nicht linke Maustaste. Gut. So, das müsste es doch jetzt gewesen sein. Our forces are victorious. Yay, juhu. So, der Angreifer hat gewonnen. Schließen. Mache ich immer gerne. Es ist so ein bisschen erzähllastiger als Age of Wonders 4, habe ich den Eindruck. Also bei Age of Wonders 4 gibt es halt auch eine Kampagne. Da hat man aber eher dann so Missionsziele und die macht man dann. Und ab und zu passiert zwischendurch mal ein Ereignis. Und hier wird ja schon auch ein bisschen gebabbelt. Neue Kolonie. Okay, das naja. Also ich habe halt immer so ein paar Missionen dann, die mich quasi hier am Geschehen weiterhangeln. Ist das hier eigentlich meine Kolonieeinheit? Oder was ist denn das hier eigentlich? Vorhut Siedler. Das ist wahrscheinlich die Kolonieeinheit. Und hier soll ich was machen. Wahrscheinlich soll ich hier irgendwie mit dem Ding dahin fahren, nehme ich an. Und dann kann ich eine Kolonie gründen. Achso, der macht schon, okay. Ich habe gerade hingestarrt und habe irgendwie darauf gewartet, dass irgendwas passiert, aber. Der war schon am Bauen sozusagen. Sehe ich eigentlich auch, sehe ich hier der grüne Balken, wie angeschlagen die Einheiten sind. Okay. Ob
Objective completed. Toll, wir haben eine neue Kolonie gebaut. Ja, fein, oder? Sieht doch schon irgendwie ganz schön super aus hier. Haben die sich jetzt eigentlich so ein bisschen geheilt? Ja, die heilen sich tatsächlich so ein bisschen. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier zu diesem Beobachtungskomplex. Was? Erreicht dich eine gravitronische Welle? Was heißt denn das? Ja, was heißt das denn? Ja, was war das denn jetzt hier? Okay. Okay, es hat jetzt auch keine unmittelbare Auswirkung gehabt, sondern ist quasi ein Story-Element. Ist halt immer doof, wenn sowas passiert und dann steht da irgendwie, da alle deine Truppen sind tot. Und man denkt sich, ach, hätte ich das doch vorher mal gewusst. So, hier können wir wieder was zusammenbauen. Hier sieht man auch die Mods, das heißt, ich kann jetzt auch Einheiten mit diesen Mods dann direkt bauen. So, hier oben vielleicht mal gucken, was eigentlich hier abgeht. Also Strom haben wir genug. Kosmit, was auch immer das ist, haben wir auch einen Zuwachs. Einfluss wächst auch. Hier sehen wir, was die Kolonie, glaube ich, dazu beiträgt. Ich hätte gerne hier das Blaue produziert. Habe ich es nicht gefunden? Vielleicht kann ich das Blaue gar nicht so ohne weiteres produzieren. Dann machen wir mal hier so ein Wissenschaftslabor. Das finde ich, glaube ich, gut. So, dann beenden wir die Runde und laufen mal. So, wir haben also hier eine neue Kolonie gegründet und hoffen, dass wir es jetzt bald anschließen können. Sieht auch schon cool aus, irgendwie so diese Beobachtungskomplex. Gebietsüberwachung, was heißt denn das jetzt? Ach, haben wir was erforscht, okay. You don't just set a goal, you must also monitor it, only by carefully watching your progression. Machen wir mal hier Nahrungsentwicklung. Achso, die militärische Forschung lässt noch ein bisschen auf sich warten. Operationen können jetzt vorbereitet werden. Wollen wir mal einen Beobachter einsetzen? Einfach mal gucken, was passiert. Keine Ahnung. So, Bewegung bestätigen. Der soll mal hier hinlaufen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ingenieurkorps. Haben wir abgeschlossen. Das heißt, die können wir jetzt auch bauen. Was machen wir jetzt? Phasenmanipulation? Das finde ich gut, diese Einheit, glaube ich. Also forschen wir mal. Ach, hier kann ich jetzt wieder. Kann ich jetzt wieder, oder was? Ach nee, ich wollte da nicht hinlaufen. Ich wollte abbrechen. So, das schließen wir jetzt an und dann kann die sich da verbinden. So, ansonsten soll die jetzt einfach mal warten und er soll auch mal warten.
So, Produktion festlegen. Ach, ist er schon gebaut worden oder was? Wald, Pilz bewachsen. Wahrscheinlich hätte man hier so ein bisschen mal gucken sollen, was überhaupt Sinn ergibt zu bauen, ne? So, keine Sektoren angeschlossen, okay. Standard Militärinfrastruktur. Was bauen wir denn mal? Wir machen mal hier so ein Spezialistenausbildungszentrum. Das klingt doch super. So, Runde beenden. Ah ja, der wird in den nächsten 3 Zyklen von der Anomalie verschlungen. Ja, das ist vielleicht. Ist vielleicht sinnvoll, ne? Okay, das war also die erste Kampagnenmission aus das Tutorial, damit man so ein bisschen warm wird mit diesem Spiel. So, machen wir mal Kampagne fortsetzen. We barely escaped the surface of the planet before the void anomaly consumed it. We're lucky to have gotten the colonists out alive. These last few days have left me filled with more. Well, it looks like we'll have plenty of time to sleep on this. The gravitronic force destabilized the void rift in this system, making faster than light. So, was haben wir jetzt hier? Empfohlener Planet. Wir haben einen Trainingsweltplaneten spielst, bevor du die Kampagne fortsetzt. Und du kannst deine Kampagne jetzt fortsetzen, indem du den letzten automatischen. Aha! Das ist also jetzt ein Trainingsplanet, oder was? Ah, das ist eine Trainingswelt. Puh. Was steht denn hier? Spielerzug ist 12, 2, 2 ist 12. Grenzwelt, wilde, kaum besiedelte Welt am äußeren Rand der Stadt, Stadtwelt, verwüstete Welt, eroberte Welt, Gruftwelt. Ja, machen wir eine Trainingswelt, oder? Hier mal ganz entspannt. Kommandanten auswählen. Ach, guckt mal an hier, jetzt können wir hier auch irgendwie alle möglichen Kommandanten nehmen. Offensichtlich haben die auch alle hier irgendwie andere Völker, wenn ich das richtig sehe. Im Grunde auch wiederum so wie bei Age of Wonders 4, wo ich ja dann auch so einen Befehlshaber auswählen konnte. Der sieht ja strange aus. Aber eigentlich wollte ich ja mit der Kampagne weitermachen, ne? Wie kann ich denn da weitermachen? Szenarios. Wahrscheinlich hier das hier, oder? Das war. Ja, wahrscheinlich, oder? Hä? Ich bin überfordert. Fortfahren. Okay, jetzt bin ich drin, aber wie wäre ich denn jetzt hier zurückgekommen? Ja, wir machen ja hier Kampagne, so zack. Oder? Ach, guck mal, da kann ich jetzt hier auch im Grunde andere Völker nehmen. Aber wir nehmen ihn hier mal. Ach, deswegen muss ich auch erst Leaf 6 abgeschlossen haben. Bei ihm muss ich hier Arcadia Celeste abgeschlossen haben. Gut, dann sagen wir Mission starten. Commander's personal record. Vanguard Expeditionary Forces.
Cryosleep cycle completed. No casualties. Time since launch, 197 years. We're finally back. After a storm destroyed our hyperspace passage, we had to take the long way around. Most of us joined. Time to contact Vanguard Central Command. We're heading for Leave 6, the military transit. Alkohol und nymphomanische Androiden. The crew is already speculating about visiting the Elysium Park. Gam, something is wrong. We have reached the Leave 6 star system, but instead of... The Elysium Parks must wait. We have a new mission. We need to assess the strategic situation on Leave 6. So, da landen wir jetzt auf einen neuen Planeten. Welcome, Commander. I am Ava, your autonomous virtual assistant. Das wissen wir doch. Nee, komm, wir machen das, ziehen das mal so durch. Suche nach Überlebenden mal wieder. Na, dann machen wir das. Finde Tubbles. Okay, also klare Missionsziele, dann legen wir mal los. Ja, legen wir los. Was haben wir hier eigentlich noch für eine... Ach, das ist sie und sie hat da so ein paar... Dinger? Kann ich den hier auch irgendwie rausklinken? Wenn ich sagen will, der soll sich hier alleine bewegen. Ich will nicht, dass der da mitfliegt. Der soll da einfach raus. Ah, jetzt habe ich ihn, glaube ich. So, jetzt habe ich ihn entkoppelt. So, soll er mal erkunden hier. Wie ein Weltmeister. Und... Wir begeben uns doch einfach mal hier auf die Suche nach Überlebenden. Und das Auto nehmen wir mit. So, eine Produktion müssen wir festlegen. Strom habe ich ja eigentlich genug, ne? Hier das grüne Zeug, was ist denn das grüne? Ach, Reserve, okay, was auch immer das ist. Machen wir eine Militärkaserne. Erstmal hier Duftmarke setzen. Die Dialoge sind manchmal etwas schleppend, finde ich. Objective complete. Ein Vorhut-Angriffsmotorrad, okay. Besänftige die Paragon. Auf der... Okay. So, ich muss mit denen interagieren, hieß es also. Das heißt, ich gehe hier drauf und dann kann ich sagen irgendwas. Ja, können wir euch irgendwie helfen? Denk an die Kinder. Also mein Land kaum ernähren kann, wenn wir stehen, diese Räuber holt ich hier ab und dann wäre Jack Gill, wirst du uns von dieser Bedrohung befreien? Ja, machen wir mal, ne? Wir sind ja mal nett, wir machen das.
Das heißt, wir marschieren jetzt hier hin mit unseren Leuten und gucken mal, ob wir hier was reißen können. So, das hat sich ja eben auch irgendwie als gut erwiesen. Bewegung bestätigen. Nee, nicht Bewegung bestätigen, oder? Doch Bewegung bestätigen. Gehen wir mal hin, ne? So, Produktion festlegen. Ja, klasse, dann nehmen wir das doch. So, ich will jetzt hier die aber mal ein bisschen in die Nähe bringen. Und dann greifen wir die doch mal an, oder? Ah, hier gibt es auch den automatischen Kampf. Also hier sehen wir sehr ungefährlicher Kampf. Hier sehen wir hier unsere zwei Trupps. Und das sind im Grunde die Gegner. So, automatischer Kampf. Sehr gut, Belohnung nehmen. So, haben wir geschafft. Das heißt, wir bekommen eine Paragonwache. Das war auch cool. Könnte ich aber auch verkaufen. Nee, das nehmen wir, ne? So. Sehe ich die jetzt auch irgendwo, die Paragonwache? Oder kann ich die einfach nur bauen? Oder steht die hier in meinem Heimatort? Da steht da die Paragonwache. Was sind denn das hier für lustige Gesellen? So, da haben wir hier einen Auftrag Anführer. Was haben wir hier? Da soll ich irgendwie dieses Biest finden. Vielleicht können wir uns jetzt mal so ein bisschen aufteilen. Vielleicht kann sie einfach mal hier den Paragonwächter einsammeln. Und er hier, ich habe eine Einheit verloren, habe ich so den Eindruck. Ne? Ist ärgerlich. Dann machen wir vielleicht mal, dass wir uns erstmal hier so ein bisschen konsolidieren. Was hat er jetzt entdeckt? Abgestürztes Forschungsschiff. Ja, das nehmen wir doch. Brücke M. Das ist jetzt auch ein bisschen schade, dass man hier extra nochmal M drücken muss und nicht einfach nochmal draufklicken kann. Also wir erinnern uns, bei Age of Wonders 4 konnte ich einfach draufklicken und er ist ja weitergedabbert. Hier muss ich dann extra nochmal klicken. Ich habe so einen Eindruck, Nahrung ist ein Thema, ne? Ach so, das ist das, was aktuell da ist, ne? Machen wir mal eine Freizeitkuppel. Die Leute sollen ja auch Spaß haben. So, jetzt kann ein Sektor anschließen. So, was können wir denn jetzt hier machen? Welche Sektoren gibt es denn hier so? Feuchte Wälder. In
Entzündungskamm, künstlicher Berg. Hier gibt es aber irgendwie sowas, ein verlassener Steinbruch, ne? Der wäre vielleicht cool, wenn wir den hätten. Das machen wir. Wir nehmen das und schließen hier den Sektor an. Und jetzt, achso, das braucht wahrscheinlich erst eine Runde. Jetzt können wir hier diesen Sektor wahrscheinlich mal festlegen, was er machen kann, ne? Aber wie mache ich denn das? Wie sehe ich denn, was er Sinn ergibt? Halt, so. Und Sektorproduktion. Landwirtschaftlich, Industriebewirtschaftung. Ach, ich mach mal Industrie, oder? Produzieren. Zack. Also das ist ein bisschen doof mit diesem Drücker M, ne? Das ist irgendwie. So, er wartet auf die Leute, die da kommen mögen. Und jetzt können die sich hier zusammenschließen. Und können mal hier marschieren. So, da gibt es irgendwie komische Viecher. Automatischer Kampf. Haben gewonnen. Zack. Wunderbar. Belohnung nehmen. Tja, haben wir doch den Steinbruch schon mal ganz gut irgendwie hier eingesackt. Vielleicht sollte ich hier auch einfach mal ein bisschen produzieren irgendwas, ne? Guck mal, hier liegt doch auch irgendein Gelumpe rum. Lasers. Ach, guckt mal an. Standard, Zentrale. Da, das wollen wir bestätigen. Und jetzt wollen wir, glaube ich, so ein paar Typen produzieren. Ist auch ein bisschen schade, dass ich nicht einfach, doch kann ich doch, einfach einen Doppelklick machen. Seht ihr, wollte ich schon meckern, dabei geht das doch. So, dann gehen wir jetzt direkt hier hin und machen da Knatsch. So, was kann sie machen? Sie kann da einfach mal warten, bis die Einheiten soweit fertig sind. Umso besser. Immer her damit. Okay, wir treffen irgendwie alte Bekannte mit dem Schnauzbart. Okay, das Feuer einzustellen. Lösche die Pricksfeuer. Okay. So, also wir bekommen langsam nach und nach eine ganze Menge zu tun hier. Und die Stunde ist auch schon wieder rum. Ich speichere mal ab und so ganz fantasievoll Stand 1 und wir ziehen Fazit, ne? Machen wir ja immer am Ende. So, was sagen wir denn zu Age of Wonders Planet Fort? Hat mir gut gefallen, so viel dazu. Die Grafik finde ich schon schön gemacht, also wenn ich hier so durch die Gegend gucke, ne? Also die Planeten sehen schon, also wir haben jetzt zwei gesehen, ne? Also die sehen schon auch ein bisschen abwechslungsreich aus. Und die Grafiken finde ich schön gemacht, die Einheiten sind schön gemacht, der Sound ist halt so, wie ich es auch erwartet hätte. Man hört es zischen, man hört es rattern, man kann sich in die Lage reinversetzen.
Man hört hier auch immer so ein bisschen Hintergrundgeräusche, so dass man auch wirklich den Eindruck hat, hier passiert irgendwas. Also ich finde so dieses Flair eines fremden Planeten wird hier schon irgendwie ganz gut transportiert. Das Gameplay selbst ist wie bei Age of Wonders 4 und wenn ich mich richtig erinnere, auch bei Age of Wonders 3. Also man versteht es eigentlich schon sehr schnell und unmittelbar, was man machen muss. Man kann es eigentlich sofort bedienen, ohne lange drüber nachdenken zu müssen. Das finde ich immer sehr schön und sehr erfreulich. Das Tutorial ist mir manchmal ein bisschen zu, fast schon zu ausführlich, was aber nicht negativ ist, denn wenn ich das Tutorial habe, ich konnte es ja auch offensichtlich ausschalten, gerade eben haben wir es ja gesehen, dann fluppt das. Die Dialoge sind mir halt auch manchmal ein bisschen viel. Da hätte ich es mir ein bisschen kompakter, gewünscht. Das gefiel mir bei Age of Wonders 4 eigentlich ganz gut. Also es gibt dann ab und zu mal so eine Interaktion mit irgendwas, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Und dann geht es weiter. Aber ich habe da nicht so lange Dialoge, wo ich tausendmal weiter klicken muss. Das fand ich jetzt hier ein bisschen, hat mich so ein bisschen im Spielfluss gehemmt. Also da hätte ich es cooler gefunden, wenn dann einfach so ein Dialog gekommen wäre und gesagt worden, hier ist der Typ und der will das und das von dir und willst das machen? Ja, nein, irgendwas, ne? Also im Prinzip so ein bisschen kompakter dargestellt. So erzählen die natürlich so ein bisschen mehr eine Geschichte. Das andere ist dann eher so ein Briefing, was man dann annimmt oder eben nicht. Ihr wisst, was ich meine. Also hier gerade so die Dialoge mit diesem Kumpel, ja, der mir ja offensichtlich einen Auftrag gegeben hat oder aus diesem Dialog resultierte ja quasi ein Auftrag. Und das hätte ich irgendwie, glaube ich, cooler gefunden, wäre so ein Kompakt in einem Dialog stattgefunden hätte, also in einem Fensterchen, hätte ich mir durchlesen können, hätte dann gewusst, was Sache ist und hätte nicht tausendmal auf weiter klicken müssen. Zumal ja auch keine Sprachausgabe erfolgt bei diesen Dialogen, so dass ich es ja dann ohnehin dann lesen muss und dann ist das Klicken zwischendurch, fand ich da so ein ganz kleines bisschen lästig. Aber ich finde, das ist natürlich auch wieder ein Gemeckere auf einem ganz hohen Niveau. So, im Großen und Ganzen, die manuell ausgeführten Gefechte haben mir Spaß gemacht. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man sieht, dass man eh haushoch überlegen ist, dass man einen automatischen Kampf machen muss. Ich muss mal überlegen, irgendein Spiel war das, da konnte ich oder da musste ich alle Kämpfe wirklich austragen. Und das war so ein bisschen. Oder erzähle ich es Unsinn? Nee, doch, irgendein Spiel war es. Ich weiß aber nicht mehr welches. Und das fand ich lästig. Also man hat dann wirklich eine große Überlegenheit gehabt gegenüber dem Gegner und musste trotzdem selber kämpfen. Und das hat sich gezogen, weil man irgendwie viele Armeen hatte und der hatte viele Armeen. Und das war so ein bisschen, das war, fand ich da so ein bisschen zäh. Hierbei finde ich es besser. Man kann halt, so wie man es auch von anderen Spielen gewohnt ist, man kann manuell machen, man kann es automatisch machen. Wenn es eng wird, macht man es lieber manuell. Wenn man eh überlegen ist, dann macht man es automatisch, spart eben jede Menge Zeit. Finde ich gut gemacht. Nee, ansonsten, ich. 5 Fähnchen würde ich ihm geben. Ich weiß nicht, was mich damals so ein bisschen an diesem Spiel abgeschreckt hat. Kann man auch, ist auch falsch gesagt. Ich hatte keinen richtigen Zugang gefunden, muss ich sagen. Und. Das kann aber auch immer daran liegen, vielleicht hat man dann kurz vorher irgendwie ein anderes Spiel gespielt, was anders funktioniert hat und man hat dann so ein bisschen keinen Bock quasi gehabt, sich in diese neue Bedienung einzuführen. Jetzt habe ich Age of Wonders 4 gespielt, hat Spaß gehabt und die Bedienung ist mehr oder weniger exakt das gleiche. Das heißt, ich komme hier nahtlos in das Thema mit rein und von daher hat es mir schon gut gefallen. Also ich finde auch so dieses Sci-Fi-Setting, was hier so gesetzt ist, finde ich schon auch irgendwie ganz gut gemacht, dass man eben, wie gesagt, auf diese fremden Planeten kommt, die auch wirklich fremdartig aussehen, dass man so seine Mission hat, wo man sich durchhangeln kann, dass die Einheiten halt so ein bisschen Sci-Fi-mäßig sind. Das ist halt mal was anderes als immer dieses Fantasy-Setting, obwohl ich das Fantasy-Setting sehr gerne mag, also auch gerade bei Age of Wonders 4 mit den verschiedenen Fraktionen, die es da so gibt, und zwar nicht nur Elfen, Orks und irgendjemand anders, sondern es gibt dann halt irgendwie diese Katzenwesen, diese Drachen und so weiter. Das ist schon bei Age of Wonders auch cool gemacht. Und hier haben wir ja Ähnliches mit den unterschiedlichen Fraktionen. Nee, 5 Sternchen. Also wer gerne so ein Heroes of Might and Magic im Zukunftsszenario mag und ein bisschen so einen ganz kleinen Civilization-Touch haben möchte, der ist, glaube ich, hier richtig gut aufgehoben. Ist ein feines Ding.
Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, schreibt gerne Kommentare, wenn ihr was mitteilen möchtet, mir oder der Welt, ja, schreibt Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch ganz furchtbar, wenn ihr den Kanal abonniert, das macht mir eine ganz große Freude. Und das Wichtigste ist, macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!